Ey, Tschernobylit, Lolli-Lutscher, willkommen zurück bei Tschernobylite. Auf in die nächste Mission. Ich habe ein bisschen während eurer Abwesenheit, aber nur ein bisschen gebaut. Vor allem, was Wichtigste, Tschernobylit-Brennerfackeln hier. Damit können wir jetzt endlich dieses Zeug beseitigen. Und dann gucken, was dahinter steckt. Wir müssen uns jetzt bloß eine Mission aussuchen. Und ansonsten habe ich ein bisschen an den Begleitern rumgefuscht. Aber eigentlich nur wirklich ganz minimal. Irgendwer hat jetzt einen besseren Revolver, ich glaube Mikael. Und Oliver hat eine bessere AK. Ansonsten ist nichts weiter passiert. Also nichts Aufregendes. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Hafen von Pripyat. Bisschen Ressourcen farmen und mit diesem Typen vom Duga-Radar sprechen. Und ansonsten müssen wir gucken, ob wir den anderen jetzt irgendwie was Cooles aufbomben können. Olga ist nur gut in der Basis, nach wie vor. Ich weiß nicht, ob wir der noch eine Rüstung schmieden müssen oder so. Keine Ahnung. Hier, 99% Mikael. Erforschen. Naja, der wird schon irgendwas auf die Kette kriegen, ne? Weiß nicht, ob wir sie da hinschicken sollten, ne? Ich habe immer nicht die Ressourcen, irgendwie dann noch Medikit drin zu prügeln. Dafür, dass sie einfach eine stumpfe Kette kriegt hier gerade. Andererseits muss sie für Team halt auch arbeiten. Kann ich ihr nur nahelegen, dass sie das hier irgendwie schafft. Ja. So. Und Oliver geht nach Privatzentrum, um Essen zu holen. Das ist auch wichtig. Und dann starten wir los. Ich hab mir dann noch so alle. Ach nee, warum fängt ihr nochmal an zu quatschen, wenn ich hier. Nee, da hat ja der Kinder beigebracht. Ruhe. Na. Ich hab mir noch die anderen Gebäude angeguckt. Also Gebäude. Einrichtungen, die man so bauen kann. Da steht aber nichts davon, dass man irgendwie diesen Sarkophag da beruhigen kann im Hintergrund. Und mir war aber mal so, dass es diese Option gab. Zumindest bevor das Spiel offiziell released wurde. Oh, hallo. Oh, guck mal, da hinten können wir schon unsere erste Fackel drin feuern. Gucken, wie wir da hinkommen. Aber schön, dass das wieder direkt so neblig ist. Rennen wir bestimmt gleich wieder dem ersten NAR-Soldat in die Arme. Unten waren auch immer welche, also ein oder zwei. Aber was hier unten auch war, ist ein kleiner Steg, wo eine Waffe lag, bin ich der Meinung. Oder auch nicht, weil wir uns irgendwie, weil wir falsch abgebogen sind. Ich guck mal auf die Karte. Oder ist das weiter? Upsi, Alter, manchmal. Das ist echt ein bisschen komisch. Gott, hör da mal auf. Hier sind wir gestartet. Oder gibt es den Steg einfach nicht mehr? Oder er ist halt weiter hinter dem Gebäude. Ich würde aber gerne erstmal diese Tschernobylit-Ding da wegbrennen. Weil ich das auch noch nie gemacht habe. Alter, oh, uff. Ja, das war so klar, Alter. Es kann eigentlich nicht schießen, ne? Wo ist es hin? Alter, es trifft einen trotzdem. Krass, Alter. Und zweimal. Nicht gut. Ja, nicht gut. Oh Mann, die Viecher. Gerade in so engen Raum, ne? Und schon ist unsere Psyche wieder komplett dahin. Und das fast, Alter, die sind echt heftig dafür, dass die so clean sind. Die Krücke hat uns massiv verstrahlt und psychisch einfach nur fertig gemacht.
Am besten einfach abholen, wenn wir sowas sehen. Oh, fuck, Alter. Oh, nicht gut, Leute. Die kann man ja nicht überwältigen. Alter, ich hab mich getroffen. Definitiv. Crit. Ausgeschaltet. Okay. Aber hier sind noch mehr. Oder? Steht, wir befinden uns im Kampf, aber... Die Zeit läuft halt nicht ab. Ich seh viel. Kurz mal in Deckung bleiben. Vielleicht kommen sie ja hier hoch. Machen sie. Scheiße. Nicht gut. Ja, nicht gut. Bin zurück vor ihr. Oh, unsere Rüstung ist hin. Mann, ich will das doch immer alle, ja, nicht. Leute, warum lüftet immer so? Wir hätten uns mal noch Keramikplatten machen sollen für die Rüstung. Wo ist er denn hin? Der ist hier runtergelaufen. Wie kann man feststellen, dass ich selber um die Ecken gucke? Aha. Das ist der Vorteil von einem computergesteuerten Gegner, ne? Der sieht euch durch Büsche und alles. Weil er heiß auf euch ist. Dann gehen wir außen rum. Ist mir egal. Ich will jetzt hier keine Zeit verschwenden. Dann kann er ja da suchen. Auf seiner Ecke. Oh, was ist denn hier? Ein bisschen Brot. Yummy, yummy. Okay. Naja, wird er hier bestimmt gleich wieder auftauchen. Naja, ist wieder richtig doof gelaufen, ja. Ach, er hat einfach mal eine Fackel bei... Jetzt, wo ich sie gebaut habe, haben die die hier bei, oder was? For free. Und wo ist er jetzt hin? Naja. Lassen wir den mal in Ruhe, den Guten. Unsere Mission ist ja eigentlich dieses Café hier. Hier soll wir den Typen aufsuchen. Dann sammeln wir da hinten mal kurz. Weil wird ja auch gleich wieder losgehen, dass es hier donnert und grummelt und... Alter, so viel Benzin. Kräuter wären aber besser. Oh, da knistert schon. Mal kurz hier unten farmen. Ich hoffe, dass hier keine Soldaten mehr rumrennen. Ah, guck mal, hier ist ein Eingang. Wir machen schnell die Hauptquest da oben und gucken mal hier unten. Das wird ja sicherlich der Weg sein.
um zu dem, zu dieser Blockade da unten zu kommen. Ah, der Revolver ist echt stark, ne? Das hat sich richtig gelohnt, die Investition. So, wo ist er jetzt hier? Er hat gesagt, auf dem Dach, aber... Komm ich da hin? Ich hab doch keine Möglichkeit hochzukommen, oder? Ah, hier vielleicht? Schreck kriegt. Oh, eine Nachricht von ihm. Zehn Minuten zu spät. Im Privat Krankenhaus, dritter Flur. Ich beobachte dich. Nicht betrügen. Okay. Ich habe 10 Minuten, okay. Oh Gott, Alter. Oh, das ist ja maximal schlecht, ja. Würde das erste Mal sein, dass wir uns wahrscheinlich mit dem schwarzen Stalker prügeln müssen. Weil ich würde jetzt ungern wieder abbrechen. Ja, und das meine ich jetzt wieder. Man rennt jetzt hier wieder durch, weil hinter ihm knistert es und fliegen die Blitze rum. Alter, hier ist alles voll Soldaten, Mann. Wie ist das, dass es einen Hintereingang gibt? Na, und so hechtet man immer nur durch die Level. Und kann nichts richtig erforschen. Sammel die Kräuter, Mann, Boy! Oh, der tippt bloß wieder. Scheiße, da machen wir dann nicht genug Schaden. Wir haben gleich, aber der wird ja nicht tot sein. Unser Leben ist im Arsch. Na, letzten 5 Schuss. Müssen wir auf die Schrotflinte umsteigen. Das war doof jetzt. Ah. 2 Schuss noch. Mann. Fuck. Was zur Hölle? Ich will dich aufsammeln. Dreckiger Hund. Okay, jetzt ist kurze Ruhe, hoffentlich. Antistrahlungs... Ich hab da Antistrahlungsdings... Hab ich nicht gemacht, Alter. Scheiße. Wir können uns nicht heilen vernünftig. Ah. Das sieht jetzt wieder nach Abbruch aus. War der festen Überzeugung, dass ich uns Strahlmedizin gekocht habe. Wenn er nochmal auftaucht, haben wir ein Problem. Vor allem hier drinnen. Dritter Flur, hat er gesagt. Vielleicht kriegen wir das ja noch schnell hin.
steht ja auch hier irgendwo Strahlenmedizin rum, ja? So, das ist der dritte Flur. Eigentlich. Laut meiner Rechnung. Ne, taucht bestimmt gleich wieder auf. Ich bin ja, das war bestimmt so ähnlich wie diese Mission, wo ich immer nicht weitergekommen bin. Dann bin ich hier rausgeklettert, weil du solltest auch irgendwie einen Raum finden. Hier in dem Krankenhaus. Schön knapp. Wenigstens ein Medikit. So, und dann, er zeigt halt oben irgendwie an, aber es geht ja nicht höher. Hier sind wir reingekommen. Und das verstehe ich halt nicht. Wo soll ich noch hin? Gibt es hier eine Leiter an der Außenwand? Ach komm, lass mir in Ruhe. Na, wahrscheinlich haben sie diese Mission so ein bisschen getauscht. Vorher war das irgendwie irgendein Tourist, den du hier retten solltest. Und über den zweiten Stock werde ich da auch nicht rankommen, oder? Ja, wenn nicht, hauen wir hier gleich ab, ist mir egal, ja, aber das macht ja hier überhaupt keinen Sinn. Hier stehen, glaube ich, auch Soldaten draußen. Eine Etage tiefer. So, und dann sind wir schon wieder am Ende. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich mich da mal im Netz schlau machen, wie das funktioniert, aber vielleicht gibt es ja auch außen eine Leiter oder irgendwas. Das tut mir leid. Also, hätte ich jetzt gewusst, wie man da hinkommt, hätte man das noch schnell machen können. Aber so ist natürlich ein bisschen blöd. Mal gucken, wo die anderen so ihres Namen. Ich bin richtig im Eimer, Alter. Das Ding voll versemmelt. Aber Oliver, der regelt. Bringt Essen mit nach Hause. Michael hat ins Gesicht gekriegt, aber war trotzdem erfolgreich. Cool. Und euer natürlich Fehlschlag 0,5 Brot. Naja. Wird jetzt nicht unbedingt besser bei uns, ja? Aber tatsächlich sind unsere Essensvorräte ein bisschen angewachsen. Oh, ist das übel, ey. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie gegen die Strahlung kochen. Hey. Hi, hi. Dann so ein paar Kräuter hier einsammeln. Mal gucken, was das Labor von uns möchte. Da können wir ja die professionelle Medizin herstellen. Mir нужна помощь, Professor. Такие раны нельзя игнорировать. Klar. Man kann nur nicht aussuchen, was man denen gibt. Das ist auch so doof. Alter, wir haben 15 Kräuter gesammelt. Cool. Davon machen wir uns mal gleich zwei. Entfernt 6 Strahlung, das passt ja. Und was kostet ein Medikit? Alter, 6 Kräuter. Boys. Okay, erstmal selber heilen. Weil schlafen regelt das ja irgendwie nicht mehr. Zack. Strahlung entfernt. Komplett gesund gemacht. Das ist wirklich hart, ne? Dass man sich nach so einem Trip rinpfeifen muss, alles. Damit man wieder auf dem Damm ist.
bringt immer ein bisschen Erfahrung, ja. Dann schreddern wir hier noch die komplett dumme AK weg hier. Recyceln. Schade, dass wir den Brenner nicht testen konnten. Ärgert mich irgendwie alle, immer diese... Können wir die auch noch kaputt machen? Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht so richtig. Also, dass es zu schnell geht, ne? Könnten uns ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Olli war es, glaube ich, auch verwundet. Ne, ich kümmere mich um die Leute hier, macht die gesund und dann die pennen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen ja, ob wir dann eine andere Mission machen. Oder ich mache mir mal schlau im Netz, wie man da am besten hochklettert. So, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut.